Gelassen und frei mit erwünschten und unerwünschten Gefühlen und Emotionen heißt der Titel dieses Vortrages. Vielleicht könnte er auch heißen, etwas gelassener und freier. Aber zuerst möchte ich die Frage aufwerfen, für diejenigen, die schon eine Weile praktizieren oder schon sehr lange, die Frage, ob unsere Praxis überhaupt etwas bringt. Und wie oder an was man das messen kann. Und dann möchte ich schauen, was im Umgang mit Emotionen getan werden kann, oder besser gesagt, gelernt und verstanden werden kann. Bei Vorträgen, Kursen oder Retreats, die sich speziell mit Gefühlen und Emotionen auseinandersetzen, ist meistens viel Interesse da. Das ist auch ganz natürlich, denn letztlich sind ja unsere Gefühle und sind es unsere Gefühle und Emotionen, die wesentlich sind für unsere Lebensqualität. Es sind interessanterweise auch die Gefühle und Emotionen, die uns erlauben zu beurteilen, ob unsere Praxis etwas bewirkt hat oder etwas bewirkt jetzt. Wenn wir seltener von leidvollen, unheilsamen Emotionen und Geisteszuständen wie Wut, Ärger und Hass oder Neid, Verlangen und Anhaften, den sogenannten Kleshas, heimgesucht werden und auch besser damit umgehen können, wenn sie da sind, besser als vielleicht vor ein paar Monaten oder Jahren, ist es ein ermutigendes Zeichen. Wenn nicht, sollten wir uns wahrscheinlich fragen, ob wir wirklich praktizieren und ob wir das richtig tun, ob wir das richtig verstanden haben. Wenn wir öfters von erfreulichen, heilsamen Emotionen und Geistes- und Herzenszuständen wie Großzügigkeit, Liebe, Mitgefühl, Gelassenheit, Verbundenheit heimgesucht werden und öfters darin ruhen als noch vor ein paar Monaten oder Jahren, ist es ein sehr positives Zeichen, offensichtlich. Wahrscheinlich praktizieren wir wirklich auf korrekte, wirkungsvolle Weise. Wenn nicht, was soll das alles? Eine Freundin, die im Empfangsbüro im IMS, einem Meditationszentrum in Massachusetts, arbeitete, die hatte ein Schild auf ihrem Pult, darauf stand in großer Schrift, Suppress, Avoid, Deny. Verdränge, vermeide, verleugne. Es war mit einem Augenzwinkern gemeint, ja, sieht ja gut aus, wenn man ins Meditationszentrum reinkommt bei der Anmeldung. Es wäre, wenn du das morgen auf dem Punkt hast. Es war mit einem Augenzwinkern gemeint, aber natürlich weist es klar auf einen weit verbreiteten Umgang mit Unangenehmem hin. Eben einschließlich unangenehmer Gefühle und Emotionen. Eben verdrängen, vermeiden oder verleugnen. Dabei wird es uns bei einer solchen Umgangsweise so gehen wie Annie Lamott, eine amerikanische Schriftstellerin, die sagt, mein Herz ist wie ein gefährlicher Stadtteil. Ich gehe nie allein dorthin. Hier stellt sich also die Frage, ob wir tatsächlich unser Leben verändern wollen. Und warum sollten wir? Ich höre immer mal wieder die Aussage, Freude und Trauer, Energie und Depression ist doch normal im Leben. Ist es auch? Ich möchte meine Wut nicht verlieren. Ich möchte meine Sehnsüchte nicht verlieren. Das macht doch das Leben reich. Und ich leide auch gar nicht. Bestens. Wenn dem so ist, braucht man tatsächlich keine wirkliche Praxis. Und ich meine das im Ernst. Ich bin im Alter weniger missionarisch denn je. Und man kann auch trotzdem meditieren. Man sagt mir manchmal, ich meditiere, weil es mir gut tut, weniger Stress, ruhiger, ausgeglichener. Und manchmal fühlt sich die Meditation sogar gut an. Gibt's auch. Ich finde das völlig legitim. Ist aber vermutlich keine transformierende Praxis. Aber warum auch nicht? In Bezug auf wirklichen Fortschritt auf einem spirituellen Pfad hat der Dalai Lama bei einem Besuch an derselben IMS, Insight Meditation Society in Massachusetts, vor vielen Jahren während einem 3-Monate-Retreat etwas Interessantes gesagt.
Und hat gesagt, ich war sehr privilegiert in meinem Leben, schon mit 3 Jahren oder wie alt er immer war, wurde ich als Inkarnation entdeckt und ich erhielt praktisch die beste Ausbildung, die es in ganz Tibet gab, mit den größten Meistern. Wenn ich jetzt heute 6 Monate oder 1 Jahr zurückschaue, bin ich mir nicht immer ganz sicher, ob ich wirklich Fortschritt gemacht habe. Wenn ich 2 oder 3 oder 5 Jahre zurückschaue, eindeutig. Wirklich. Gesagt, so 1 Jahr, aber 2, 3 müsste man eindeutig einen Unterschied sehen. Gesagt, falls die Veränderung nach 3 Monate Retreat nicht so gewaltig ist, kein Problem, aber nach 2 bis 5 Jahren müsste man den Unterschied spüren. Sonst praktiziert er entweder nicht oder es ist eine nutzlose oder falsch verstandene Praxis. Und er sagte auch noch, so einmal pro Jahr ein 3 Monate Retreat ist ganz gut. Das hat er immer absolut im Ernst gemeint. Er schafft es übrigens auch mit seinem Job her. Er sagt, wie beim Auto, muss man auch ab und zu tanken, sonst fährt es nicht mehr weiter. Anyway, so weiter Dalai Lama. Persönlich finde ich, dass es heute, wo Meditation und Achtsamkeit im Mainstream angekommen sind, wichtiger ist denn je, einen klaren Unterschied zu machen zwischen einfach Meditation einerseits und wirklicher spiritueller Auseinandersetzung und Praxis andererseits. Und auch sich darüber klar zu sein, es gibt außerordentliche, wunderbare Menschen, die nie meditiert haben, im Sinne von aufmerksamem, gesammelten hier sitzen, wie wir das tun. Und ich weiß auch einige, die nicht so beeindruckend sind, die ganz viel meditieren. Es geht also hier nicht so sehr um Meditation, sondern um innere und äußere Praxis, um innere Auseinandersetzung und Entwicklung von echten positiven Wachstum. Meditation kann ein wirklich gutes Mittel und Werkzeug dazu sein. Aber nur dann, wenn wir sie auch geschickt und weise und kontinuierlich einsetzen. Es braucht viel Hingabe, braucht Ausdauer, braucht Geduld. Ein Huhn entsteht oder kommt ins Leben, wenn man das Ei ausbrütet. Nicht dadurch, dass man das Ei zerschlägt. Ich denke, es ist ein gutes Beispiel, was es braucht. Was als Erleuchtung bezeichnet wird, ist ja auch kein Big Bang, sondern kann letztlich nach der Präsenz oder der Absenz der Kleshas, eben dieser täuschenden und quälenden inneren Zustände, beurteilt werden. Das heißt, eine spirituelle Erfahrung mag tiefgründig sein, sie mag gewaltig sein, sie mag eindrücklich gewesen sein oder nicht. Was letztlich zählt, ist, was sie in uns bewirkt hat. Das Einzige, was zählt, was sie verändert hat, ob sie uns transformiert hat und wie viel, ob sie uns befreit hat und wie viel. Es zählt also auch hier nicht die Erfahrung und schon gar nicht der Zustand, sondern die innere Entfaltung und Befreiung. Und die ist direkt mit unserem emotionalen, mit unserem Gefühlsleben verbunden. In den Texten werden verschiedene Stufen des Erwachens oder der Erleuchtung vor allem im Zusammenhang mit den unheilsamen, leidschaftenden Emotionen und Zuständen beschrieben, die wegfallen. Und ich denke, es ist gut, wie es immer noch so irgendwo in dem eben Big Bang-Bereich ist, er erleuchtet oder nicht. Wenn er sich ärgert, war er vielleicht ein bisschen, aber nicht so sehr. Wenn er immer noch aller Arten Verlangen hat, ist es vielleicht ein bisschen, nur weil er kompetent darüber spricht, das heißt noch gar nicht, man kann sogar brillant darüber sprechen, das heißt gar nicht. Und ich weiß von wirklich echt tief befreiten Menschen, die keine guten Redner sind, die jetzt nicht irgendwie gut groß ankommen würden, also auch das hat keinen Zusammenhang. Der Maßstab. Wenn es Erwachen ist, das transformiert, dann fallen stufenweise Zweifel in Bezug auf was der Weg ist und was nicht, weg. Der Glaube an ein separat, getrennt existierendes Ich oder Selbst fällt weg. Zweifel,
Dann Aversion und Hass, sowie Verlangen und Anhaften, das sind die ganz großen. Wenn die wegfallen, ist wirklich ein großer Unterschied da. Und letztlich auch die subtilsten Formen von Unruhe, von Dünkel, von Verblendung. Und das ist natürlich ein äußerst langer und anspruchsvoller Weg, aber er zeigt uns die Marschroute. Ganz eindeutig, die Fahrtrichtung. Es gibt so viele all diese abstrakten Spielereien und all diese kornartigen Dinge, die ausgesagt werden über Erleuchtung und man kann das niemals nachprüfen. Aber man kann schon seinen Augen trauen, würde ich sagen. Es hat einen Zusammenhang. Innere Freiheit hat damit zu tun, wie sehr wir noch von diesen nicht hilfreichen Gefühlen und Emotionen gebunden sind. Oder nicht mehr gebunden sind. Das ist nicht so wahnsinnig mysteriös. Ich denke, es ist mir immer wieder mal wichtig, dass wir uns da darüber klar sind. Die Richtung unserer Praxis muss also folgende sein. Und hier wird vorausgesetzt, dass wir über eine einigermaßen gesunde emotionale Stabilität verfügen. So durchschnittlich normal neurotisch, würde ich sagen. Gut. Denn für diejenigen, die unter uns die größere psychische Schwierigkeiten haben oder in bestimmten Bereichen tiefer verletzt oder traumatisiert sind, würde ich gute Psychotherapie als vorerst notwendiger und sinnvoller sehen. Davon abgesehen also die folgende Praxisrichtung. Gefühlsregungen und Emotionen aller Art möglichst schnell erkennen, seien es erwünschte oder unerwünschte, seien es positive oder negative oder neutrale, seien es leidenschaffende oder erfreuliche oder befreiende. Das ist das Erste, erkennen. Und dazu brauchen wir die Achtsamkeit, das Gewahrsein, dass wir merken, was läuft. Und zweitens mit Gefühlsregungen und Emotionen besser umgehen können, besser damit sein können. Das heißt, mit Unheilsamen, mit Kleshas, leichter sein zu können, ohne sie verdrängen zu müssen, ohne sie gleich ausdrücken zu müssen, ohne immer auf sie reagieren zu müssen. Das ist das Zweite. Erkennen, das Erste, damit sein können und weniger oder nicht reagieren, also nicht in einem reaktiven Modus sein. Und drittens, dass das Ziel ist es von den unheilsamen, von den Leiden, inneres Leiden schaffenden Gefühlsregungen und Emotionen völlig frei zu sein und ausschließlich in den wunderbaren sogenannten Sobana-Qualitäten zu verweilen. Also erkennen, umgehen können, damit sein können, damit frei sein davon. Für wohl ziemlich alle von uns ist befreit sein davon nicht ein Ziel, das wir nächstens erreichen werden, auch für mich nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass es bedeutsam ist, solche Ziele anzupeilen, weil dadurch unsere Ausrichtung im Leben und somit Sinn und Ziel unserer Praxis eindeutiger und klarer werden. Aber erkennen und damit umgehen, damit sein können, in heilsamer Weise, das ist wesentlich. Lama Yeshe sagt, wenn ihr tun müsst, was ihr tun müsst, wenn ihr euer eigener Psychotherapeut oder euer eigener Dharma-Lehrer, eure eigene Dharma-Lehrerin sein wollt, ist, euren eigenen Geist, euer eigenes Herz jeden Tag zu überprüfen. Ihr überprüft schon täglich materielle Dinge. Jeden Morgen überprüft ihr die Nahrungsmittel in der Küche. Ist alles da, habe ich nichts vergessen. Aber ihr vergesst euren Geist zu überprüfen. Euren Geist zu überprüfen ist aber viel wichtiger. Und was es braucht im Schrank, es braucht ethisches Verhalten, es braucht achtsames Gewahrsein, es braucht Klarheit und Erkenntnis und vielleicht können wir sagen, Warmherzigkeit oder eine annehmende Haltung oder mitfühlende Gelassenheit. Eigentlich immer wieder dasselbe. Sila, Ethik,
die Grundlage, ein Lebenswandel ausgerichtet auf Gewaltlosigkeit, Ehrlichkeit, Respekt und Sensibilität ist eine wesentliche Grundlage. Wer je hier oder dort unehrlich war, wer etwas zu verbergen hat, wer sich je unrechtmäßig oder unethisch bereichert hat, wer je in seinen Beziehungen einen oder mehrere oder andauernde Seitensprünge gemacht hat, weiß, wie emotional aufwühlend das sein kann, wie sehr wir von Begierden und Befürchtungen besetzt werden können. Ethisches Verhalten harmonisiert und beruhigt uns und beruhigt natürlich hilfreich, positiv für unsere Umgebung sowieso, aber eben auch für uns selbst, beruhigt unseren Alltag. Wir werden innerlich zufriedener sein. Ihr kennt die Illustration, die das aufzeigt wahrscheinlich. Habe ich schon oft gelesen, ich mag sie einfach. Ein Mann schreibt an das Steueramt: Ich kann kaum mehr schlafen, weil ich bei den Steuern geschummelt habe. Da ich nicht mein tatsächliches Einkommen deklariert hatte, sende ich Ihnen nun 3.000 Euro. Sollte ich weiterhin nicht schlafen können, würde ich Ihnen den Rest auch noch senden. Ethisches Verhalten als Grundlage. Dann achtsames Gewahrsein, Präsenz, Aufmerksamkeit ist wesentlich. Gerade wenn es mühsam ist, gerade wenn es unangenehm ist, gerade wenn wir aufgewühlt sind, braucht es Achtsamkeit. Irgendwie denken wir oft, Achtsamkeit ist, wenn wir ruhig sind und alles nett und schön ist. Aber es ist natürlich genau dann, wenn es schwierig ist, am wichtigsten. Und natürlich ist es nicht Achtsamkeit, um Gefühle, die schwierigen, niederzuringen. Also nicht suppress, avoid, deny. Also nicht verdränge, vermeide, verleugne. Sondern eben die von Lama Yeshe empfohlene erforschende Achtsamkeit, die schaut, was ist jetzt da, wie fühlt sich das an? Und Trungpa Rinpoche schreibt in einem Text, der heißt The Lion's Roar, das Brüllen des Löwens. Das Brüllen des Löwens ist die furchtlose Aufforderung, jeden Geisteszustand, Gefühle und Emotionen mit eingeschlossen, als Situationen zu betrachten, mit denen wir geschickt umgehen können, sie als Gelegenheit für die Meditationspraxis zu sehen. Wir realisieren, dass chaotische Situationen nicht abgelehnt werden sollen und dass wir sie auch nicht als Rückfall in die Verwirrung sehen sollten. Vielmehr respektieren wir das, was gerade in unserem Herzen und Geist geschieht. Chaos sollte als äußerst Good News verstanden werden. Chaos sollte als extrem gute Nachrichten verstanden werden. Jetzt ist der beste Moment zum Praktizieren, heißt das. Ist nicht unsere übliche Sichtweise. Also wenn innerlich alles schief läuft, ist das genau der Moment, in dem wir achtsam dabei sein wollen. Ist das genau der Moment, in dem oder an dem wir am meisten lernen können. Der Streit mit dem Partner, der Frust mit der Partnerin, die Zuwendung von der Partnerin, die Zuwendung vom Partner, die Rivalität mit der Kollegin, mit dem Kollegen, der Ärger mit den Angestellten, der Ärger mit dem Chef oder der Chefin, die Ohnmacht im Stau, genau dann, wenn wir wirklich vorwärts kommen müssten, oder für manche vielleicht die Entspannung im Stau, endlich muss man nichts. Die Enttäuschung übers Ferienwetter oder die Freude übers Ferienwetter. Schauen, wie fühlt sich das an? Wie ist das entstanden? Habe ich selbst verursacht? Wenn ja, wie? Wie bin ich damit? Wie gehe ich damit um? Kann ich okay damit sein? Achtsamkeit zum Zwecke des Verstehens, zum Zwecke des Erkennens. Nicht Achtsamkeit zum Zwecke des Manipulierens und Verdrängens und Verändens. Ethisches Verhalten, achtsames Gewahrsein zum Zwecke der Erkenntnis. Und dasselbe trifft auch für die angenehmen, die geordneten und die heilsamen Situationen zu. Alles läuft wie gewünscht. Wir sind offen, wir sind großzügig, wir fühlen uns verbunden, völlig zufrieden. Wer mag da noch praktizieren?
haben wir es ja. Für was auch können wir dann später mitmachen. Und auch hier gilt Lamayesches Rat, Herz und Geist zu überprüfen, achtsam zu schauen, wie fühlen sich solche Zustände an? Sind wir hier interessiert und gelassen damit? Weil auch mit Angenehmen kann man dann eben nicht gelassen sein, sondern anhaften. Wie kann ich es verlängern? Wie kann ich mehr davon kriegen? Zu schauen, wie entstehen solche Seinsweisen? Schleicht sich Anhaften hinein? Sind sie bleibend oder sind sie auch vergänglich? Verändern sie sich? Auch hier Achtsamkeit zum Zwecke der Erkenntnis. Und unter Erkenntnis kann man natürlich so manches verstehen. Zum Beispiel, dass es bei Da Elio die besseren Pizzas gibt. Oder die Erkenntnis, dass man auf einem Stuhl viel besser meditieren kann. Oder weniger gut, je nachdem. Erkenntnis, die hier gemeint ist, ist natürlich tiefgründiger. Prajna oder Panya bedeutet Erkenntnis in Bezug auf die Funktionsweise von Herz und Geist und Erkenntnis in Bezug auf das Wesen, auf die Natur. Und hier eben in diesem Zusammenhang die Natur von emotionaler Erfahrung. Was ist Emotion in ihrem Wesen? Ist das etwas Solides? Das fühlt sich oft sehr solid an. Ist das etwas, das eigenständig da ist? Oder ist es auch prozesshaft, nicht fassbar? Was wir betrachten und erkennen wollen, ist, dass erwünschte sowohl wie unerwünschte Gefühle und Emotionen immer aus verschiedenen zusammentreffenden Bedingungen entstehen. Es ist nicht so sehr, dass ich sie mache. Sie entstehen, sind Prozesse. Und tatsächlich entsteht alles, jede einzelne Erfahrung, immer ausnahmslos aus verschiedenen vorangehenden zusammentreffenden Bedingungen. Abhängig vom Wetter, von der Weltgeschichte, von der Umwelt, von der Wirtschaft, von unserem Verständnis der Welt, von unseren körperlichen Bedingungen, von unseren emotionalen Bedingungen, einfach von allem, was hier zusammenkommt. Es gibt diese Beschreibung über unsere Situation des bedingten Entstehens, die Martin Luther King beschrieb. Sagt, hast du dir je Gedanken darüber gemacht, dass du am Morgen nicht zur Arbeit gehen kannst, ohne von der halben Welt abhängig zu sein? Du stehst auf, gehst ins Bad und streckst die Hand nach dem Schwamm aus. Und dieser wird dir von einem Pazifik-Insulaner gereicht. Du langst nach der Seife und sie wird dir durch die Hand einer Französin gegeben, der muss französische Seife gehen haben. Dann gehst du in die Küche, um deinen Morgenkaffee zu trinken und dieser wird dir von einem Südamerikaner eingeschenkt. Vielleicht möchtest du lieber Tee, dieser wird dir von einer Chinesin in deine Tasse gegossen. Oder vielleicht bevorzugst du zum Frühstück eine heiße Schokolade und diese wird dir von einem Westafrikaner gebracht. Und daraufhin holst du dir einen Toast und dieser wird von einem englisch- bzw. deutschsprachigen Bauern dir überreicht. Mal ganz abgesehen vom Bäcker. Und bevor du dein Frühstück fertig gegessen hast, warst du von mehr als der Hälfte der Welt abhängig. Dies ist die Art und Weise, wie unser Universum strukturiert ist. Dies ist seine Eigenschaft der gegenseitigen bedingten Abhängigkeit auf jeder Ebene. Ob das ein Frühstück ist oder jetzt gerade in diesem Moment, was immer wir jetzt fühlen, hören und mit dem, was ich sage, was das bei euch auslöst, wie ihr assoziiert, was ihr damit macht, alles Bedingungen. Genau wie unser Frühstück aus tausend Ursachen und Bedingungen entstanden ist, so entstehen unsere Gefühle, Emotionen, Gemütszustände aus zahllosen Ursachen und Bedingungen. Hat die Zeit zum Frühstücken überhaupt gereicht? Ist der Zug gerade weggefahren? War kein Parkplatz frei? Oder hatten wir gerade unseren besten Freund getroffen? Was liegt vor uns heute? Ist es Stress, Probleme oder ein vielversprechendes Wochenende? Man hat erforscht, dass Richter, zwar glaube ich eine recht große Studie habe ich gehört, dass Richter statistisch gesehen am Montagmorgen strenger richten als am Freitagnachmittag. Bedingungen sind anders, auch für Richter und Richterinnen.
Durch Achtsamkeit werden wir uns der bedingten Abhängigkeit eines jeden Gefühls und einer jeden Erfahrung bewusst. Wir beobachten, wann und wie entsteht Ärger, wann und wie entstehen Freude und Offenheit, und wir ergründen auch in der direkten Erfahrung, sind diese Gefühle fest oder sind sie bleibend oder sind sie veränderlich und vergänglich. Und wir wissen es schon, sie sind veränderlich, ist klar. Es ist ein riesiger Unterschied, ob wir hinfühlen und zuschauen, wie sie sich verändern. Weil die Art und Weise, wie wir mit starken Gefühlen umgehen, ist immer, als ob sie völlig eigenständig da wären, und im Moment fühlt es sich so an, als würden sie immer bleiben. Wenn ein Verlangen stark ist, ist die einzige vorstellbare Möglichkeit, dass ich das, was ich verlange, erhalte, die Vorstellung, dass das Verlangen auch sonst vorbeigehen würde, ist fast nicht nachvollziehbar. Also wir schauen zu. Und das ist vor allem interessant natürlich bei Dingen, die wir uns nicht leicht holen können. Aber wir verdrängen es dann lieber, als zuzuschauen, wie es von selbst vergeht. Das ist so aufschlussreich. Kann ich mitten im Ärger mit der Vorgesetzten oder dem Kollegen spüren und sehen, dass eben Ärger entstanden ist, dass er auch wieder vergeht, entsprechend den Umständen, Bedingungen, auch dann, wenn ich das, was ich sagen würde, wenn ich wirklich ärgerlich bin, nicht sage. Auch fühlt sich der Ärger, das heißt der Grund für Aversion, oft so berechtigt an und damit wichtig und wirklich. Wie ist das? Wie fühlt sich gerechte Zorn oder gerechte Empörung an? Die hat diese Eigenschaft, dass wir überzeugt sind, dass sie richtig ist. Man muss hier wütend sein. Okay? Aber es hat nichts damit zu tun, dass man korrekt und weise und vielleicht auch kraftvoll handeln muss. Das ist was ganz anderes. Darüber gibt es keinen Zweifel. Aber wir denken, Wut muss sein, weil wir keine andere Variante kennen. Ich finde das so faszinierend, wie solid und gerecht sich diese Gefühle anfühlen können. Das sind die Momente von Chaos, von denen Trungpa Rinpoche sagt, sie seien Good News. Good News, wenn wir wirklich hinschauen, hinfühlen und etwas davon lernen. Es sind die Situationen, die Machig Labdrön, das ist eine tibetische praktizierende große Meisterin, der Guru von Machig Labdrön, Padampa Sangye, Situation, die der gemeint hat, als er ihr geraten hatte, geh an die Orte, die du fürchtest. Habt ihr vielleicht auch schon einen Buchtitel gesehen von Pema Chodron? Padampa Sangyes Rat an uns, nicht nur an Machig. Wir müssen es nicht so extrem machen wie Machig. Die hat auf Friedhöfen praktiziert, also auf Friedhöfen, nicht auf Leichenplätzen, nicht auf Friedhöfen. Damit es uns gelingt, eben auch an die Orte zu gehen, die wir eigentlich fürchten, brauchen wir eine annehmende, eine mitfühlende, eine respektvolle innere Haltung. Und damit diese möglich ist, brauchen wir Gelassenheit. Und je länger ich hinschaue, desto weniger klar ist mir, welche es eigentlich zuerst braucht. Zuerst Gleichmut oder Gelassenheit, damit wir dann mitfühlend sein können, oder zuerst annehmende, liebevolle Güte und Geduld, damit wir gelassen sein können. Das ist mir weniger und weniger klar. Auf jeden Fall schrieb Meher Baba, das ist ein Guru, der nie gesprochen hat, darum schrieb er es, sagt, echte Liebe ist nicht für Angsthasen. Es braucht Mut, eben Gleichmut dazu. Dort finde ich das Wort interessant, weil es die Qualität von Mut darin hat. Gleichmut ist der Mut, den es braucht, all diese schwierigen und chaotischen Gefühle wirklich zuzulassen und zu spüren, ohne gleich reagieren zu müssen. Und auch diese angenehmen Gefühle zuzulassen, ohne gleich von ihnen voll vereinnahmt zu sein, aber sie wirklich zu haben, zu spüren. Ich sehe diese Qualitäten mehr und mehr als verschiedene Facetten der einen wesentlichen inneren Qualität und Haltung, der liebevollen, mitfühlenden Gelassenheit.
Ein gutes Mittel, um sicher zu sein, dass wir wirklich in Kontakt sind, dass es nicht Gleichgültigkeit ist oder Teilnahmslosigkeit aus dem Kontakt herausgehen, ist achtsames in Kontakt sein mit den Körperempfindungen. Ist relativ einfach. Wenn ich hinspüre und wahrnehmen kann, wie es sich im Körper anfühlt, dann ist es garantiert, dass ich in Kontakt bin. Wenn, dann gibt es dann noch verschiedene Tiefen und all das, aber das ist ganz hilfreich. Und darüber wird ja auch in Meditationsanleitungen immer wieder gesprochen, auch vorhin. Spürt im Körper, und soweit die Gefühle im Körper wahrnehmbar sind, spürt sie auch im Körper, dann bedeutet das, dass wir in Kontakt sind. Ist ja auch immer noch weit verbreitet, habe ich gerade kürzlich wieder gehört, diese Idee von abgehobenem Gewahrsein, das über allem schwebt und dann nicht mehr beeindruckt ist. Und das ist überhaupt nicht, was gemeint ist von Meditation. Echte Gelassenheit und echte Freiheit ist dort, wo wir im Kontakt mit den Gefühlen frei sind, so zu reagieren, wie es mitfühlend und weise ist und nicht so, wie wir gedrängt werden. Das andere ist eine verstärkende Dualität, ein verstärkendes Abgetrenntsein. Es ist immer gut für uns Männer, das zu hören. Die Frauen haben damit weniger Mühe. Achtsames Gewahrsein braucht es also als erstes, und zwar eben achtsames Gewahrsein, das wirklich in Kontakt ist. Das ist die Voraussetzung, weil sonst merkt man gar nichts oder sieht man gar nichts. Und dann braucht es eben mitfühlende Gelassenheit. Sie besorgt eigentlich den Rest. Sie ist sowohl heilend als auch karmisch heilsam und letztlich auch befreiend. Wenn umgekehrt die Liebe, die Zuwendung, das Mitgefühl ohne echte Gelassenheit ist, dann haben wir auch ein Problem. Dann riskieren wir, ein bisschen oberflächlich zu sein oder sentimental zu sein. Oder vielleicht handeln wir in einem positiven Sinn, aber es ist dann nicht wirklich gefühlt und gelebt. Ach, der Arme, da muss man was tun, aber eigentlich spüren wir nicht, was der Schmerz oder das Leiden von der Person ist. Und dann fühlen wir uns, weil wir gute Menschen sind oder weil andere uns zuschauen oder weil es unser Job ist, tun wir halt, was man tun muss. Aber das ist dann anders als in Kontakt sein. Und mit sich selbst ist das dasselbe. Wenn wir gelassen sind, im Kontakt, dann sind wir frei, auch weise zu handeln. Und wenn wir nicht in Kontakt sind, auch viel zu praktizieren. Amerikanische Kolleginnen von mir empfehlen RAIN. R-A-I-N. Manchmal helfen solche Tipps, wer das mag. Recognize ist der R. Accept ist der A. Investigate, das I, und Non-Identification, das N. Zu Deutsch, und EAN klingt halt nicht so gut wie RAIN. Erkennen, akzeptieren, und zwar akzeptieren nicht einfach, ich akzeptiere jetzt jede Situation, sondern die Fähigkeit, die Erfahrung, die jetzt schon da ist, wirklich zu akzeptieren. Ergründen, schauen, wie sie entstanden ist, ob sie wertvoll ist oder ob sie unhilfreich, unheilsam ist, und sich nicht identifizieren. Das sind die hilfreichen Punkte. Erkennen ist immer der erste. Zulassen, wirklich damit sein können, eigentlich Gelassenheit. Ergründen, verstehen, wie das funktioniert, und nicht identifiziert sein damit. Und noch ein praktischer Tipp vom großen chinesischen Chan-Meister Sheng Yen. Er führt 4 Punkte auf im Umgang mit Emotionen. Ein bisschen anders. Face it. Also das heißt, man hat es schon erkannt. Face it, accept it, investigate it. Accept it und investigate it sind gleich. Put it down. Eigentlich sehr ähnlich wie RAIN. Also man hat
auch in China ähnliche Emotionen wie wir. Auf Deutsch, das erste, die Emotion konfrontieren, ihr ins Auge sehen oder sie eben spüren. Und natürlich achtsam. Akzeptieren, das zweite, zulassen, willens und fähig sein zu spüren, was da ist. Ergründen und dann, erst dann, ablegen. Gespürt, verstanden, gesehen, zugelassen. Ich habe gesehen, was damit geschieht, wie es sich verändert. Und dann genug. Und als letztes möchte ich jetzt noch kurz eine Zugangsweise oder Umgangsweise, eine Praxis erläutern, die in der tibetischen Dzogchen-Tradition beschrieben, angewendet oder beschrieben wird. Sie bezieht sich auf den Umgang vor allem mit schwierigen, mit unheilsamen Emotionen. Und ich finde, dass diese Bilder, diese Umgangsweise noch klarer machen, wo wirkliche Freiheit liegt. Voraussetzung hier ist eben auch eine starke Präsenz, ein klares, achtsames Gewahrsein und eine geduldige, gelassene, annehmende innere Haltung. In dieser Praxis übt man sich darin, in dem zu ruhen, was aufmerksam und gewahr ist. Also weniger, man ist nicht so sehr wie beim Vipassana auf die Objekte, auf die Erfahrungen von Körperempfindungen und Gefühlen oder Hören, Riechen, Sehen, Schmecken ausgerichtet, sondern es ist vielmehr das Ruhen in Gewahrsein selbst. Klingt super, ist nicht so einfach, weil Gewahrsein nicht so fassbar ist. Ist nicht etwas, in dem man ruhen kann. Also weniger starker Fokus auf die Objekte. Man ruht im offenen, aber äußerst gegenwärtigen Gewahrsein. Und wenn nun ein Gefühl oder eine Emotion aufsteigt, wie Verlangen oder Festhalten oder Sehnen oder Ärger oder Wut oder Dünkel oder Selbstzweifel oder was immer, gibt es drei Beschreibungen und Illustrationen, die vermitteln, wie wir ihnen begegnen oder mit ihnen umgehen sollen. Und bei allen drei Versionen spricht man von Befreiung. Die Emotion, das Gefühl wird also nicht aufgelöst oder verdrängt oder geduldet, sondern befreit. Die erste Art der Befreiung heißt Befreiung beim Auftauchen. Ein Gefühl, eine Emotion entsteht und will sich breit machen in unserem Geist. Die Gier packt uns und wir sind wirklich wütend und mit Recht. Dann müssen wir uns erinnern, uns so quasi auf das Gewahrsein zurückbesinnen. Und sobald wir bewusst und gewahr sind, nimmt das Involviertsein mit der Emotion ab. Und die Emotion beginnt sogleich in sich zusammenzufallen. Also nichts, was wir hier tun in irgendeiner Art und Weise. Es ist nur die Art, damit zu sein. Befreiung beim Auftauchen oder Entstehen wird verglichen mit Schreiben auf dem Wasser. Ich finde eben die Bilder interessant. Es ist nicht nichts da. Diese Gefühle entstehen, aber es ist wie Schreiben auf dem Wasser. Sie ist gleich weg wieder. Es ist nichts da, das was aus ihnen macht, das sie festhält. Und da sind wir ja so gut darin. Die gleiche Emotion kommt und ist schon wieder vergangen. Das zweite Beispiel der Befreiung geschieht dann, wenn wir in einer nicht identifizierenden Art im achtsamen Gewahrsein ruhen. Das ist ohne starkes Ich-Gefühl, ohne so stark Ich und meine Erfahrung, dann werden die unheilsamen Emotionen der Wut, des Verlangens, des Neides, sobald sie im Geist auftauchen, wieder von selbst befreit. Und hier spricht man von automatischer Befreiung, sind eigentlich nur andere Bilder. Verglichen werden mit einer Schlange, die sich selbst entknotet. Die sind ja manchmal so ein Knoten, aber die müssen dann nicht, die muss man nicht entknoten. Es ist immer faszinierend, finde ich, wenn die dann einfach plötzlich weitergehen und das entknotet sich völlig von selbst. Tsongkhapa Rinpoche bringt den folgenden Vergleich. Er sagt, der Gast darf kommen, aber das Hotel hat gar kein Zimmer frei.
Also die Emotion, egal wie schwierig, unerwünscht oder unangenehm sie ist, darf kommen, aber sie kann nicht irgendwo kleben bleiben. Und die dritte Beschreibung von Befreiung ist die Befreiung jenseits von Nutzen und Schaden. Für jemanden, der dauerhaft in einem identifikationsfreien oder eben nicht dualistischen achtsamen Gewahrsein ruhen kann, spielt es absolut gar keine Rolle, welche Gefühle und Emotionen im Geist im Herz erscheinen oder nicht erscheinen. Und ob sie eben unheilsame Kleshas sind oder nicht. Die Situation wird verglichen mit der eines Diebes in einem leeren Haus. Es stiehlt nichts, weil es nichts zu stehlen gibt. Der Besitzer, die Besitzerin weiß, dass ein Dieb im Haus ist, aber der Dieb hat nichts zu holen. Die Besitzerin ist relaxed und einladend und respektvoll. Dem Dieb gegenüber kein Schaden kann angerichtet werden. Es ist vielleicht etwas verwirrend, diese drei Prozesse der Befreiung mit der Vipassana-Terminologie erklären zu wollen. Macht auch nichts, macht nicht, wenn es nicht so klar ist. Was ich wesentlich finde, ist, dass wir verstehen, dass die Praxis, die echte Praxis im Umgang mit Gefühlen und Emotionen, ein waches, weißes, verbundenes Nicht-Tun ist. Es ist nicht, dass man nichts praktizieren muss, aber wir müssen nicht tun, sondern es hängt voll und ganz von der Art und Weise unseres Damitseins ab, ob sich Befreiung immer wieder einstellt. Oder eben nicht, oder eben Verwicklung. Hier entsteht dann tieferes Vertrauen in Bezug auf die Möglichkeit der Befreiung. Und hier spreche ich nicht von einer großen Befreiung, die dann irgendwann mal stattfindet, sondern der Befreiung, die in unserer Praxis jeden Tag, in jedem Moment immer wieder stattfinden kann. Hier, wenn das sehr weit entwickelt worden ist, heißt es, die Person hat keine Furcht mehr vor ihren Gedanken, Gefühlen und Emotionen. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns das bildhaft vorstellen. Von jetzt an bis zum letzten Atemzug zu wissen, es gibt kein Gefühl, keine Emotion, keine Erfahrung, vor der ihr euch fürchtet. Das heißt nicht, dass keine mehr kommen. Aber keine mehr, vor der ihr euch fürchtet. Was? Freiheit. Furchtlos. Was immer auch kommen mag. Aus dieser Gewissheit wiederum entsteht das Mitgefühl und der Wunsch, dass alle anderen dies auch erfahren mögen. Ich möchte zum Abschluss Padampa Sangyes Praxisrat an Magic Labdrön, die ich vorhin erwähnt habe, vorlesen. Und was er hier vorschlägt, bezieht sich auf beides, das Äußere wie auch das Innere, also die Praxis im Äußeren wie auch im Inneren. Magic bietet ihr zu zeigen, wie sie am besten vorgehen solle, um den zahllosen Lebewesen von größtmöglichem Nutzen sein zu können. Und er, Padampa Sangye, empfiehlt ihr nachdrücklich, die Sicherheit ihres Klosters, oder was immer es dann ist, zu verlassen, und ihr Anhaften, ihr Festhalten zu überwinden. Und ermutigt sie, sich dem zuzuwenden, was sie abstoßend findet, denen zu helfen, denen sie glaubt, nicht helfen zu können, sich an Orte zu begeben, die sie fürchtet, und das zu tun, was sie sich nicht zutraut. Und letztlich rät er ihr, wach und achtsam zu sein und den Buddha in sich selbst zu finden. Auf diese Weise werde ihr Lehren letztlich wie die aufgehende Sonne am Himmel sein. Es ist eine große Nummer, vielleicht ein paar Nummern zu groß für uns, aber es ist so eindeutig die Richtung. Und ganz zum Schluss, Mahagosananda. Wenn wir nicht trotz aller Schwierigkeiten glücklich sein können, wozu soll dann unsere ganze spirituelle Praxis gut sein? Das ist unsere Herausforderung. Danke.